Musikschulen-News TV des Verbandes Deutscher Musikschulen auf der Frankfurter Musikmesse 2014. Wir berichten über Aktivitäten und Neuerscheinungen unserer fördernden Mitglieder. Ich bin jetzt bei Heinrichshofens Verlag und bei mir ist Frau Krödel. Ja, hallo. Ich möchte einmal kurz die Neuheiten vom Heinrichshofens Verlag vorstellen, die wir für Musikschüler so entwickelt haben. Ganz bekannt ist natürlich der Fridolin. Schon seit den 80er Jahren bei uns ein Bestseller. Viele Gitarrenschüler haben nach dem Fridolin gelernt. Eine Gitarrenschule für kleinere Gitarrenschüler. Wir haben nun einen neuen Fridolin mit Hans-Joachim Teschner zusammen entwickelt. Der neue Fridolin wird in den kommenden Wochen erscheinen und ist ein Lehr- und Spielbuch. Hans-Joachim Teschner hat es ein Spielbuch für Saitenstürmer genannt. Saitenstürmer, weil dieses Spielbuch besonders schnell vorangeht. Das heißt, es ist für Jugendliche geeignet, so von 10, 11, 12 Jahren aufwärts. Es verzichtet bewusst auf sehr viele Erklärungen. Neuheiten, die vorkommen, werden durch kleine Kästen in den Noten markiert. Das heißt, wie Sie vielleicht hier sehen, es werden dort immer die Neuheiten erklärt und in einem roten Kasten, wie dort oben auch, werden die im Stück dann selber eingeführt. Und danach entwickelt sich dieses Heft. Es geht relativ schnell voran und hat im zweiten Teil noch ein Teil für das zweistimmige Gitarrenspiel dabei und im dritten Teil noch eine kurze Einführung in die Liedbegleitung. Und wenn noch Fragen sind, gibt es dazu noch einen kleinen Anhang, einen Anhang mit Notenwerten, mit der gesamten Musiktheorie, die man als Gitarrenschüler einfach auch benötigt. Das ist unser neuer Fridolin. Dann, ebenfalls sehr bekannt, ist natürlich die Geigenschule Susi und Eddie von Anja Elsholz. Anja Elsholz hat bereits in den letzten Jahren Barockduette geschrieben. Barockduette für zwei Geigen mit Susi und Eddie, für Geigenschüler gut geeignet in der ersten, zweiten und dritten Griffart. Nun hat sie ein neues Thema, und zwar die Piratenlieder. Piratenlieder mit Susi und Eddie. Rhythmisch ein bisschen schwieriger, aber auch noch gut für Schüler geeignet. Wieder Geigenduette, sehr klangvoll und haben so Themen wie zum Beispiel das Geisterschiff oder Piratengold. So, dann gehen wir weiter von der Geige zur Blockflöte. Ja, ein weiteres Lehrwerk aus dem Heinrichshofens Verlag ist Easy Going, eine Blockflötenschule für Kinder. Das Lehrwerk mit Knut und seinen Freunden hat eine Begleit-CD und die Arrangements dieser Begleit-CD sind auf Noten festgehalten. Dazu gab es schon zum ersten Band von Easy Going die Easy Going Band Band 1 und nun ist herausgekommen die Easy Going Band Band 2. Das sind Begleitarrangements von Peter Peters und Yoshi Mine vom Flanders Recorder Quartet. Eine weitere Neuheit bezieht sich auf Oskar. Oskar von Matthias Maute ist vielleicht schon einigen bekannt für Blockflötenquartett, Oskar und die coolen Koalas. Das ist Musizieren mit Geschichten um Oskar und seine Brieffreundin Lisa. Und Oskar und Lisa erleben nun neue Abenteuer, und zwar in der Schule. Das heißt, Oskar und Lisa sind jetzt in der Schule und machen Klassenmusizieren. Klassenmusizieren mit zwei Blockflöten, Sopran- und Altblockflöte und Klavier und Percussion auch ad libitum. Wir können da einmal einen Blick reinwerfen. Man kann die Altblockflöte tatsächlich auch weglassen. Das heißt, das Heft bietet sehr viele Möglichkeiten. Also Altblockflöte weglassen, eventuell nur Sopranblockflöten dabei mit Klavier. Wenn man selber als Musiklehrer nicht Klavier spielen kann oder möchte, gibt es eine Begleit-CD, auf der auch dann diese Arrangements zu hören sind und auch abgespielt werden können zu den Flöten dazu. Dazu gibt es einmal fünf Geschichten mit Oskar und Lisa im Band 1 und fünf Geschichten mit Oskar und Lisa im Band 2. Und separat erhältlich sind dazu die beiden Einzelstimmen, Sopran- und Altblockflöte.
Neu im Heinrichshofen Verlag ist das Kardaloskop von Wladimir Rifkin. Der hat schon bei uns die Musikschachtel für Musikschüler und Geigenschüler rausgegeben. Nun hat er leichte Stücke für Streichorchester geschrieben. Und zwar einfach aus dem Grund heraus, weil er selber in der Musikschule ein Vororchester leitet und aus seinen Erfahrungen heraus nun diese Stücke geschrieben hat. Sie sind recht einfach, aber haben ihren Anspruch darin, dass jede Stimme, also Violine 1, Violine 2, Bratsche und Violoncello, einmal die Melodie übernehmen und damit alle Stücke einmal führendes Instrument sind. Das hat den Vorteil, dass schon in der Musikschule ein Ensemblespiel erprobt wird. So, und zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass es im Heinrichshofens Verlag demnächst viele Neuigkeiten gibt. Viele Neuigkeiten, die der Fridolin hier schon einmal ankündigt. Schau, es tut sich was. Das heißt, wir werden demnächst auch viele Neuigkeiten für Musikschulen entwickeln und unser gesamtes Programm ein bisschen kundenfreundlicher gestalten. Dazu können Sie gerne schon jetzt auf unsere neu gestaltete Website gehen und demnächst auch wieder dort vorbeischauen. Es wird sich viel tun. Danke.